Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Kevin Knupfer ist on the way. Stufe 15, Adept der Pyromantie. Ich bin noch weit entfernt von den hohen Künsten der hohen Magie, aber wir haben uns in der vorletzten Folge oder so ausgerüstet. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie so ein ägyptischer König. Wie so ein ägyptischer König. Wie heißen die nochmal? Pharao, genau. Mit diesem komischen Ding hier. Wie tut er nicht? Er sieht das ein bisschen aus. Naja, ganz toll finde ich es nicht, aber wir wissen ja, das ändert sich in diesem Spiel auch rasend schnell immer. So, ich habe gehört, diesen Zauberstab, beziehungsweise die Zauber, da muss ich noch was ändern. Wie auch immer. Wir legen jetzt auf jeden Fall los. Und da ist es. Unser beliebtes Lied. So, ich bin noch hier mit wenig Energie ausgerüstet. Das werde ich auffüllen müssen. Und pass mal auf. Ich wechsle jetzt erstmal die Sphäre. Ich bin jetzt wieder alleine. Und wer ist das? Kartenspiel, Quest. Wo ist denn die Sphäre nochmal? Option, wo ist die Sphäre? Pass auf, ich hab's gleich. Privatsphäre, ne, Sphäre. Normal, perfekt. Dann gehen wir jetzt nach Nordbert von mir aus. Ist mir egal. So. In Nordbert ist es wesentlich ruhiger. Und wenn ich Hilfe brauche, gehe ich einfach in eine andere Sphäre. Ist doch klar. Mann, das wusste ich gar nicht von Anfang an, ne? Nee, nicht von hinten und auch... Oh, was beobachte ich denn da? Komm, wir schleichen uns mal dran an dieses illustre Schauspiel. Hot. So, alles klar, Freunde. Wo waren wir denn jetzt aktuell? Golemturm. Sollen wir es nochmal probieren? So, wir müssen hier, ja, diesen Shit machen. In den Einhornweg. Komm, wir gehen jetzt in den Einhornweg und besiegen ein paar Dunkelelfen. Einfach so, weil es nervig ist, okay? Einfach so. Moment. Denn damit machen wir auch diese Handwerksquest mal zu Ende. Ich weiß, das ist auch so eine Quest, die ziemlich am Anfang hätte laufen müssen. Ich möchte trotzdem die Quests relativ alle durchackern. Was hatte ich gehört noch von jemandem? Hier, die Krabbengasse gibt es auch noch. Da kann ich hin. Aber da gibt es auch noch einen Dungeon, den kann ich aber erst ab Level 60 betreten. Und da bin ich auch noch weit von entfernt. So, den Chat brauchen wir aber ansonsten diesmal nicht. Ja, Freunde, wir sind jetzt, das müsste jetzt Folge 57 sein. Ich spiele jetzt schon ganz schön lange dieses Spiel. Also... ich glaube, das müsste jetzt schon das zweitlängste Let's Play von mir sein. Natürlich neben Minecraft. Und es macht mir nach wie vor Laune. Und ja, so ist das. So ist das, liebe Leute. Bin mal gespannt, wohin uns die Wege noch führen werden. Ob ich das auch wirklich alles so durchziehen werde. Jetzt muss ich hier diese blöden Dunkelelfen 6-mal besiegen. Das ist wirklich läppisch jetzt. Oder? Wie viel hatten die Dunkelelfe? Ey, die Dunkelelfe. Ach, Dunkelelfenfee hat immer noch 135. Ja. Die hier wurde mir jetzt als Tipp gegeben, kann ich dann auch mal wegmachen. Weil die wirklich läppisch sind. Aber ich muss die ja nicht in meinem Kartensatz haben. Dafür nehme ich dann lieber andere Sachen. So, bye bye Baby. Nummer 1. Ist jetzt so eine lästige Sache mit den Dunkelelfen, aber was soll's. Da merke ich mir auf jeden Fall beim nächsten Mal, dass ich die Quests, wenn möglich, alle mache in einer Straße oder so. Damit wir das schnell hinter uns haben. Denn nachher geht's nochmal, ist klar, nach Krokotopia. Wie komme ich denn auf Kryptotopia? Weiß ich auch nicht. Einfach mal ein bisschen Shit labern. Fällt bestimmt keinem auf.
Ja, jetzt mache ich gerade eine alleinige Aufnahmesession, das habe ich ja schon angekündigt, um nochmal meine eigenen Skills so ein bisschen zu trainieren und auch so ein paar, was heißt nicht langweilige Sachen zu machen, aber Sachen, wo andere vielleicht bei warten müssen. Ihr könnt dabei vorspulen. Ja, guck mal, was ich hier habe. Ich muss diese ganzen kleinen Feuerdinger wirklich rausmachen. Immer noch 82. So schön, dass hier jetzt alle Zauber funktionieren. Ach Mensch, dass hier jetzt alle Zauber funktionieren, ne? So, und dafür ist das jetzt gut geeignet. Weil das zu 100% funktioniert und ich mehr auch nicht brauche. Ach, ist das heiß. Oho. So, komm. Voranmachen. Ich habe keine Lust, mich hier lange mit aufzuhalten mit so einem Kinderkram. Oh. Die erste Straße. Ich bin in der ersten Straße wieder. Mensch. Ich hätte am Anfang mal ein bisschen aufpassen sollen. Guck mal hier, meine Feuerkatze. Immer noch 120. Das liegt aber daran, dass ich keine Zusatzattribute für... Ach, nee, wie nervig. Zusatzattribute für Feuerzauber habe oder so. Guck. Aber Freunde, das kommt alles noch. Das kommt alles noch. So, sollen wir den jetzt dafür verschwenden? Ach, was soll's. Auf geht's. Leck mich doch. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich in Folge 56 so viel geflucht habe. Aber mal im Ernst, irgendwann fängt es einen an zu nerven. Wenn man diese Quest jetzt schon zum x-ten Mal macht, dann reicht es irgendwann auch einfach. Da hat man einfach die Schnauze voll auf gut Deutsch und dann möchte man diesen Mist auch mal hinter sich haben. Und dann entweicht mir auch schon mal der ein oder andere Fluch, auch wenn ich das normalerweise beim Let's Play überhaupt nicht gut heiße. Ich habe ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, ich schreibe gerade ein Buch über das Let's Play, das übrigens jetzt bald fertig ist. Ich werde dann auch noch Pauken und Trommeln schlagen, damit ihr das alle mitbekommt und auch alle kauft. Wird ein günstiges E-Book für zwei... ach so, ich habe mich wieder aufgefüllt. Nee. Ach, scheiße. Ein günstiges E-Book für 2,99, das kann sich jeder leisten. So, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich habe mich schon wieder verquasselt. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Ist auch egal. Und dann wird es nicht so wichtig gewesen sein. So, 75, 70, komm. Ja, so, nach dieser Aufnahmesession, die jetzt heute am Montag, dem 1. Juli 2013 stattfindet, werde ich dann die nächste Aufnahmesession... Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt jeder Zauber ja verpatzt wird. Es ist doch läppisch. Die nächste Aufnahmesession wird auf jeden Fall wieder mit anderen zusammen sein, würde ich mal jetzt spontan sagen. Mal gucken, wie weit ich in dieser Folge überhaupt komme. Wenn das hier so weitergeht wie bisher, dann komme ich überhaupt nicht weit. Ist auch läppisch, oder? So, können wir jetzt weitermachen. Halte ich mich mit so einem Pillepalli hier auf, echt. Ist doch nicht zu fassen. Ah. Oh nee. Ach nee, jetzt so ein blödes Skelett auch noch. Komm, kannst du den hier mal gerade kaputt machen? Aber bitte schnell. Das ist ja peinlich, dass ich mich jetzt mit sowas aufhalte. Mensch. Sorry. Aber das sind dann nochmal so ein paar entspannende Quests für zwischendurch. Das muss ich dann nachher, ich habe schon gelesen auf irgendeiner Seite, für die Tante noch in anderen Straßen ein paar Viecher erledigen. Gut, machen wir es halt. Machen wir es. Geht doch auch schnell, oder? Mann, jetzt habe ich immer nur diesen Blödsinn hier. Damit kann ich doch nichts anfangen. So ein Mist. Also ich denke, diese Aufnahmesession wird eine Organisationsaufnahmesession. Ich muss einiges neu sortieren und machen und tun. Und
ja, mit dem Bazar, die eine Folge. Ich habe gesehen, der ein oder andere hat es sich tatsächlich angetan. Respekt, Respekt, Leute, dass ihr das geguckt habt. Weil also so reine Item-Sortierungs- und Einkaufsfolgen sind ja wirklich oberlangweilig, oder? So, wo muss ich nochmal hin? Wo muss ich nochmal hin? Ach, da hinten. Ja. Ah. Nein, nicht nach Hause. Ich will doch nicht nach Hause. Oh. Hä? Was? Ja, hier wollte ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht hin. Tante, geh weg. Ich möchte raus. Na geh schon. Sag mal, hängt der Server hier ein bisschen? Ich glaube ja. Hast du das Gefühl? Also ich muss nach Gloria Krendel ins alte Viertel. Dann kriege ich den nächsten Auftrag. Erledige noch die und erledige noch die und erledige noch die. Und dann... Hä? Ob das an der Sphäre liegt? Ich weiß es nicht. Naja, so lang dauert es ja jetzt auch nicht. Dafür nehmen... Ach da, genau, zu der Tante muss ich... Ich nehme mir mal gerade ein paar Pilzchen mit. Man kann ja nie wissen, wofür man es... Wofür man es gebrauchen kann. Also wenn das weiter hier so hakt, dann werde ich aber böse. Oh, wie dieser Feenstaub vor Magie glitzert! Damit verzaubern wir dein Gewand in 0,x. Ne, es ging ja gar nicht drum. Bring mir nun ein paar Feuerkobold. Normalerweise wäre das kein Problem. Bin sicher, du kannst sie überzeugen, dir welche zu überlassen. Mach mal drei Feuerkobolde kaputt. Um sie zu beschaffen. Es ging ja gar nicht ums Werkeln. Fällt mir gerade ein. Es ging hier um Kleidung oder so. Ich weiß nicht, was wir dafür letztendlich bekommen, aber wir machen es jetzt mal. Ich denke auch, das, was ich bekomme, wird relativ läppisch sein zu dem, was ich mir schon von teurem Geld gekauft habe. Was sind das für lange Ladezeiten hier? Dö, 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 dö. Ach, nach Rabenhain muss ich. Hm. Ich glaube, ich wechsle die Sphäre. Ich meine, es ruckelt dann ja nur da in der Stadtmitte ein bisschen, aber das nervt mich ein bisschen. Ja, wo muss ich denn hin? Ach, ich muss in die Kammer des Feuers tatsächlich nach Krokotopia. Ah, alles klar, gut. Also, Krokotopia, Wizard City. Ne, hier wollte ich doch hin. Ach, ich war auf der falschen Quest. Ach, hättet ihr mir das nicht mal gerade sagen können. Nee, also das nervt mich jetzt. So. Komm, wir gehen wieder nach Brennhardt. Brennhardt ist angeblich plötzlich perfekt. Was? So, hier ist wenigstens wieder Leben in der Bude. Ich glaube, hier müssten dann die Wechsel auch schneller gehen. Was ist das denn? Nee, hier dauert es auch so lange. Dann ist heute irgendwie der Server etwas lahm. Naja, wie dem auch sei. Lauf mal ein bisschen sinnlos durch die Gegend, Leute. Hm. Nam, 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 nam. Wie dumm ich bin. Jetzt bin ich so weit gelatscht für nix und wieder nix. Ist hier schon wieder ein Dungeon?
Saphyras Turm? Was ist ein Saphyras Turm? War ich da schon mal drin? War ich schon? Ich meine, da wäre ich schon mal drin gewesen. Ich weiß es gerade nicht, aber ich meine schon. So, wir sprechen jetzt erst noch hier mit dem... Was haben wir denn da jetzt schon wieder? Oh, ein Spukgehilfchen. Und ich wollte auch eigentlich hier die Sachen mal sortieren, ne? Merkt ihr eigentlich, dass ich mich davor drücke, wieder nach Kokotopia zu gehen? Oh Mann, ich bin so eine Lusche. So. Auf geht's. Ja, wir wollen das ja auch alles ein bisschen komplett machen. Ne? Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verpasse. Kann nie wissen. So, jetzt haben wir sinnloserweise einen Spukgehilfen besiegt. Dafür 6 EP und 3 Gold bekommen, was völlig unwichtig ist, was wir überhaupt gar nicht brauchen. Deswegen, wo sind die Feuerkobolde? Lalalala. Ach Mann, Mann, Mann. Das nervt mich ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt gleich auch nach Kokotopia gehen und dort auch noch allerlei Quests mal aufsammeln, die sich da so am Wegesrand befinden. Aber Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich sag mal bis dann und tschüss!